Weiter geht's mit Om. Diesmal mit Gästen. Die Schweizer Jazzmusiker haben schon immer gerne den einen oder anderen Musiker dazugenommen, weil sie sich mit Recht davon neue Impulse versprachen. So reisten sie eine Zeit lang mit dem brasilianischen Schlagzeuger Dom Romão durch die Lande und öfters spielte auch Manfred Schof mit ihnen. Im Frühjahr 79 sprachen wir über die Idee, einmal Musiker einer ganz anderen Tradition, zum Beispiel der E-Musik-Avantgarde, hinzuzunehmen. Und im Dezember vorigen Jahres war es dann soweit. In der Musikakademie Detmold trafen Om mit dem holländischen Bassklarinettisten Harry Spaarnay, der wie kein anderer musikalische Grafik in Klang umzusetzen weiß, mit dem Cellisten Othello Liesmann, der seinerzeit als erster seinem Lehrer Siegfried Palm die Cellosonate von Bernd Alois Zimmermann und andere fast unspielbare Sachen nachgespielt hat, und mit dem Kölner Hornisten Andreas Wiedemann und schließlich mit Trilok Gurtu, dem Tabla- und Percussion-Spieler aus Indien, der als einziger dieser Gäste eine gewisse Jazz-Erfahrung hat, also Om traf mit diesen vier Solisten zusammen. 2 Tage wurde geprobt, alle Om-Mitglieder hatten Stücke für die neue Formation geschrieben und am 5. Dezember gab es dann ein Konzert im großen Saal der Musikakademie. 3 der 7 Stücke des Konzertes kann ich Ihnen heute vorstellen. Zunächst nochmal ein Stück von Gitarrist Chris Doran. Sing and Dance, das auf einem Kessen südamerikanischen Ostinato-Rhythmus aufbaut, der vom Synthesizer vorgegeben wird. Thank you.
Thank you.
Die Schweizer Jazzgruppe OM, das sind Urs Leimgruber Saxophon, Christy Doran Gitarre und Synthesizer, Bob Burri Bass und Fredy Studer Schlagzeug, zusammen mit den Gästen Harry Spaarnay Bassklarinette, Andreas Wiedemann Horn, Othello Liesmann Violoncello. Wenn Sie eben Enten oder Gänse schnattern gehört haben, dann sind Sie im Irrtum. Es war das elektrisch verstärkte Violoncello von Othello Liesmann und schließlich Trilok Gurtu Percussion. Am 5. Dezember 1980 in der Musikakademie in Detmold. Das nächste Stück aus diesem Workshop-Konzert, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist ein Quartett in seltener Klangfarbe und ein relativ, im Verhältnis zu dem vorigen Stück, ein ruhigeres Stück. Bob Burri hat es geschrieben. Harry Spaarnay ist hier mit erstaunlich schönem Ton auf der sonst eher widerspenstigen Kontrabass-Klarinette zu hören. Und es begleiten ihn die beiden tiefen Streicher, Othello Liesmann auf dem elektrischen Cello und Bob Burri auf dem Bass, sowie Trilok Gurtu auf seinen diversen Perkussionsinstrumenten. Das Stück hat dann auch einen entsprechend poetischen Titel, Cat Wednesday.
Mm-hmm.
Cat Wednesday von Bob Burri mit Harry Spaarnay auf der Kontrabass-Klarinette, Othello Liesmann elektrisches Cello, Bob Burri Bass und Trilok Gurtu Percussion. Ich fürchte, die Zeit reicht nicht mehr ganz für das dritte Stück aus dem Konzert in Detmold. Das heißt, ich fürchte nicht nur, ich weiß es auch jetzt, mit Gästen. Aber so viel Zeit bleibt doch noch, einen Eindruck von Urs Leimgrubers Komposition Elevir zu geben. Den Eindruck zumindest, dass es auch innerhalb von verschiedene Temperamente gibt. Nach dem besinnlichen Katzenmittwoch nun die Vitalität des Saxophonisten Leimgruber. Elevir ist ein Fantasiename, der zunächst nur dem Komponisten was sagt. Uns sagt es vielleicht nach dem Hören des Stückes etwas. Zumindest, dass es spannend war, nicht zuletzt dank der unterschiedlichen Herkunft und Klangvorstellung der verschiedenen Musiker. Zu Beginn traktiert Othello Liesmann sein Cello mit Triangelstöcken, die er zwischen die Saiten des Instruments geklemmt hat. Doch zuvor möchte ich mich von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, verabschieden und Dankeschön sagen fürs Zuhören. Vielleicht bis morgen Abend die gleiche Zeit. Da gibt es auf dieser Welle Musik der Welt, Musik aus Rumänien, Ostserbien und aus Folklore, aus Iran und Nordindien. Und am Mikrofon sitzt Jan Reichow. Jetzt also noch, soweit die Zeit reicht, mit Gästen und Elevir von Urs Leimgruber.
Thank you.
Konzert voller Gegensätze, spielten dann Gitarrist Christy Doran mit dem Tausendsassa Trilok das folgende frei improvisierte Duo.
Christy Doran und Trilok Gurtu und zum Schluss stieg noch Bob Burri als Bassist ein, 1980 beim Jazzmeeting Om mit Gästen in Detmold in der Musikakademie. 4 Jahre später hatte sich die erfolgreiche